Marlene Swarczyk, heute hat sich Salzburg mehr oder minder ein Großteil für Sie entschieden. Wie geht es Ihnen jetzt? Ja, es fällt jetzt natürlich viel ab nach den letzten anstrengenden Wochen. Der heutige Tag war wirklich eine Zitterpartie. Also es war ja im Laufe des Tages nicht ganz klar, was es wirklich wird. Ja, wir sind froh, dass der Wahlkampf vorbei ist und dass der Tag heute auch so gut gegangen ist. Wir haben in den letzten Wochen und Tagen uns sehr oft gesehen bei Wahlveranstaltungen. Sie haben gesagt, ja, 20% wäre schon ein Traum, wenn wir diese Hürde schaffen. Jetzt weit darüber. Wie geht es Ihnen damit? Was gehen die Emotionen durch mit Ihnen? Ja, jetzt freuen wir uns natürlich, aber wir nehmen es auch mit sehr viel Demut und Respekt zur Kenntnis, dass wir wirklich mit so einem Vertrauensvotum auch ausgestattet worden sind. Und ja, es ist klar, dass man sich in Salzburg Veränderung wünscht, auch eine andere Landesregierung. Und ich hoffe, das werden die anderen Parteien auch akzeptieren und respektieren. Ich muss jetzt fragen, was war das Geheimnis Ihres Erfolges jetzt? Was vermuten Sie selber? Ja, es war eine Gemengenlage und es war auch die Stimmung, die wir in den letzten Wochen einfach mitgekriegt haben, dass sie die Menschen Veränderung wünschen. Die Landesgruppe hat einen fulminanten Wahlkampf abgeliefert, die Bundespartei hat uns unterstützt. Also es hat wirklich alles gestimmt in diesem Wahlkampf. Sie sind ja nur ganz knapp hinter Landeshauptmann Wilfried Haslauer gelandet. Wie geht es jetzt weiter? Ja, jetzt liegt es an der ÖVP. Der Landeshauptmann Hasler hat sich behauptet, ist wieder auf Platz 1 und ab morgen werden die Gespräche beginnen. Ich gehe aber schon davon aus, dass man nicht eine Koalition der Verlierer machen wird, sondern dass man dieses Wählerergebnis auch respektiert. Glauben Sie nicht, man munkelt ja in Salzburg in Politikerkreisen, dass es auch sein könnte, dass Landeshauptmann Haslauer eine rot-grün-schwarze Koalition will? Ja, wie auch immer. Also alles, was mit SPÖ oder Grünen gemacht wird, ist eine Verliererkoalition. Die ÖVP selbst ist heute auch abgestraft worden. Es ist klar, dass man die Freiheitliche Partei in einer Regierung sehen will, dass wir Verantwortung übernehmen sollen und das muss eine ÖVP auch hinnehmen. Wie geht es jetzt in den nächsten Tagen weiter? Wann, glauben Sie, gibt es die ersten Sondierungsgespräche? Ja, ich gehe davon aus, das wird sehr rasch auch gehen. Wir sind zweitstärkste Partei, also wird das erste Gespräch auch einmal mit uns stattfinden. Und dann wird man wahrscheinlich bald sehen, in welche Richtung das es geht. Was wird heute noch passieren? Sie sind ja hier in der Eventhal mit allen Ihren Freunden, Fans, Unterstützern. Jetzt mal ganz ehrlich, wie lang wird es heute werden? Ja, ich glaube nicht allzu lang, weil die letzten Wochen waren anstrengend. Der Tag heute, der war schon sehr, sehr lang. Ich habe auch nicht allzu gut geschlafen und es fällt jetzt eben viel ab. Also wir werden sicherlich noch anstoßen. Ich werde vielleicht noch eine Kleinigkeit essen, weil das ist heute auch ein wenig auf der Strecke geblieben. Aber dann freue ich mich aufs Bett und ab morgen heißt es sofort wieder weiterarbeiten.